Herzlich willkommen zu einem neuen Stay Hungry Interview und heute habe ich Thomas von Finanzfluss zum Gast. Herzlich willkommen, mein Lieber. Hey Robert, long time Thomas, ago. Ich wollte gerade sagen, ich finde auch, wir starten mit dieser kleinen Anekdote, wie es dazu gekommen ist. Mhm. Na, es muss ja tatsächlich, Thomas, wir müssen ungefähr zeitgleich, würde ich sagen, mit YouTube gestartet. Ich habe bei dir auf dem Kanal auch gerade sozusagen zurückgescrollt, 7 Jahre erstes Video. Mhm. Na, das ist ja wirklich schon Partei. Ich würde auch sagen, mit 5 Ideen damals. Würde ich auch sagen, 7, 8 Jahre oder so muss es her sein. Und dann gab es irgendwie aus dem Augenwinkel, haben wir uns, glaube ich, gesehen. Na? Mhm. Ich glaube, dein Kanal ging so langsam los. Na? Mhm. Ich glaube, wir hatten schon so ein bisschen irgendwie losgelegt. Und dann haben wir irgendwie, ich glaube, zu dem Zeitpunkt warst du in London, na? Und hast das da irgendwie gemacht. Ja, mit meinem Mitgründer, ja. Der hat dort gearbeitet und ich habe dann ein Semester dort gemacht. Ja. Mhm. Und dann haben wir uns das erste Mal zusammen telefoniert. Und ich weiß noch, du standst felsenfest in diesem Call. YouTube ist es, macht unglaublich viel Spaß, die Animationen sind es und Robert war schon irgendwie, keine Ahnung, ich habe mich auch gerade im Vorwege vor dem Interview gefühlt entschuldigt für diesen Call, weil ich das Gefühl hatte, ich war schon so am Verlassen von YouTube. Ja. Und dann habe ich die Chance irgendwie gesehen, dass du irgendwie live warst bei YouTube und ich dachte mir, ey, es wäre so cool, mit Thomas irgendwie nach 7 Jahren nochmal zu sprechen, was er irgendwie alles gelernt hat. Und du einfach gesagt hast, ey, Robert, den kenne ich doch. Hm. Ja, lass uns ein Interview machen. Ne? Im Livestream, so schöner. Wo ich live war. Einfach überfallen. Ja. Hm. Aber guck mal, das ist doch auch so ein bisschen der Hintergrund. Du hast doch Consulting-Background. Und als Consultant ist man doch immer so auf ganz vielen Spielfeldern. Gleichzeitig ist da sehr versatil unterwegs. Und du hast ja nicht nur YouTube, also du hast ja bisher quasi, hast ja YouTube entdeckt, wo das noch nichts Großes war, danach Amazon FBA, bevor jeder darüber gesprochen hat und so weiter. Also ich glaube, die Agenturschiene ist schon so das Richtige und ich habe immer so einen Fokus auf das Finanzthema gehabt und war dann daher auch immer in derselben Schiene unterwegs. Ja. Das ist so unglaublich schön zu sehen, muss ich sagen. Also ich, Thomas, so sehr du das gerade positiv rausgestellt hast, na, ich kämpfe täglich gefühlt gegen mein ADHS, glaube ich, so kann man das bezeichnen, ja. Und umso cooler wäre es vielleicht auch, ich habe es gerade auch schon gesagt, ich habe in meinem Team sozusagen erzählt, dass ich dich interviewe und alle waren so, Gott, Thomas, den verfolge ich ja schon seit Jahren, der hat mir so geholfen bei den Finanzen, gefühlt grüß schön. Na? Mhm. Hast du mal Lust, kurz vorzustellen, was du in den letzten Jahren gemacht hast und aufgebaut hast? Ja, klar, sehr gern. Also wir haben angefangen mit, es war ehrlich gesagt nie eine Idee, dass wir da eine Firma draus machen, also ein Plan, dass wir da eine Firma draus machen. Also wir haben angefangen, Finanzvideos zu produzieren, also ganz normale Finanzerklärvideos, damals in London mit meinem Mitgründer, der die ursprüngliche Idee hatte. Und genau, haben wir angefangen, was zu filmen, Kamera irgendwie zusammen, ganz unprofessionell und einfach mal losgelegt. Und das hat dann halt irgendwie sich immer so weiterentwickelt, hat dann Momentum aufgenommen. Dann war ich fertig mit dem Studium, bin in eine Investmentbank gegangen, habe dort ein bisschen gearbeitet, 2 Jahre, bis dann Finanzhaus halt so groß wurde, dass wir es uns halt nicht mehr erlauben konnten, das nebenbei zu machen. Und wir hatten halt zu dem Zeitpunkt nur den YouTube-Kanal, aber halt noch zig Ideen, was man halt sonst noch machen kann. Also mein Kumpel Arno kommt aus dem SEO, also Webseite aufbauen und für Google quasi aufbereiten. Und der hatte da sehr viele Ideen im Bereich SEO. Ich habe dann auch zum Beispiel immer gesagt, ein Podcast muss her, wir müssen nur Newsletter machen und so weiter. Und da war halt einfach die Zeit nicht dafür. Und dann haben wir halt so quasi vor so einem Scheideweg gestanden, wo, glaube ich, viele Influencer gestanden haben oder irgendwann mal stehen werden. Und das ist so die Frage, entweder setze ich mich ab, damals war Zypern in Trend, heutzutage ist es Dubai und produziere einfach weiter meinen Content und kassiere jetzt Monat für Monat ab, jede Woche ein Video, fertig, das war's. Leben durchgespielt, in Anführungszeichen. Oder Alternative, du fängst an, du nimmst dieses Geld quasi wie so ein Venture Financing, nur ohne dass du einen Venture-Fonds brauchst und baust eine eigene Firma draus auf. Und da haben wir uns gedacht, das ist eigentlich die attraktivere Lösung, das ist viel cooler. Da können wir unseren Ideen freien Lauf lassen, da können wir auch tatkräftige Leute einstellen, die Bock haben, das zusammen mit uns zu machen. Und sind dann tatsächlich, haben beide gekündigt 2019, sind nach Berlin gegangen und haben dann dort angefangen, Finanzhaus im etwas größeren Stil aufzubauen. Und fokussieren uns halt jetzt viel so auf dem Thema so Produktentwicklung, also haben ein eigenes Entwicklerteam, wo wir dann halt solche Sachen bauen, wie so eine ETF-Suche. Ne? Also wir haben jahrelang educated, was ETFs sind. Mhm. Können wir später mal drüber sprechen, wenn du magst, hast du schon bedeutet. Und wir haben dann gesagt, okay, wir müssen jetzt speziell was für unsere Community bauen, dass die quasi die richtigen Produkte für sich finden können. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Anspruch, als jetzt nur Content zu produzieren. Und so kannst du dich dann halt unternehmerisch ausleben und deinen Projekten hinterhergehen, die dir gerade so Spaß machen. Ne? Wie viele Leute seid ihr mittlerweile?
15, glaube ich. Ja. Cool. Ist immer so ein bisschen cool. Schwankend. Ne? Also 15 Fulltime-Äquivalent. Ja, aber das freut mich auch total zu hören, weil tatsächlich das, was du gesagt hast, dieser Scheideweg, ne, kann ich mir vorstellen, dass sich viele Leute dann wirklich so Leben durchgespielt und ich gehe jetzt wirklich dahin, wo ich nicht viel Steuern bezahlen muss. Ja, genau. Pflege noch so ein bisschen, schiebe noch ein bisschen Videos hinterher, aber so richtig krumm mache ich mich irgendwie nicht. Mhm. Aber dieses, was du auch gesagt hast, glaube ich, seiner Kreativität so ein bisschen freien Lauf zu lassen und dann geile Projekte voranzutreiben, ist, glaube ich, eine coole Sache. Was ich rausgehört habe, was ich spannend fand, ist, dass ihr auch sehr früh, glaube ich, auf dieses Community-Konzept oder Gedanken, glaube ich, auch gesetzt habt. Ja. Kannst du das ein bisschen erklären vielleicht? Weil ich habe das Gefühl, darüber wird immer wieder geredet, aber mir auch persönlich fehlt, genau, und fehlt auch so ein bisschen so das gedankliche Konzept dahinter, wie man sowas angeht. Wie hast du das immer für dich verstanden und auch gelebt? Ja, wo soll ich anfangen? Also ich fange vielleicht so an, wo das Thema Community am stärksten zum Tragen gekommen ist. Das war eigentlich so in diesem Corona-Crash 2020 rum, als wirklich so Anfang des Jahres, so im ersten Quartal, die Märkte radikal nach unten geraucht sind. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich habe damals die Finanzkrise 2007, 2008 alleine vom Fernseher gesessen und habe mir Markus Koch auf NTV angeguckt, wie er die einstürzenden Kurse kommentiert hat und war quasi alleine mit meinem Investment. Ne? Und dann entsprechend halt ein bisschen, hast du halt natürlich die Panik, so geht der Finanzmarkt jetzt unter, wie geht es mit der Welt weiter und so weiter, was kommt da noch aus Amerika und so. Und dem entgegen, also dieser Experience entgegen, setzt sich eigentlich das, was jetzt so die jüngere Generation, die jetzt an die Aktienmärkte gekommen ist, im Corona-Crash erlebt hat. Da haben wir zwar auch am Anfang ein bisschen Verunsicherung gespürt, aber die ist super schnell in Optimismus umgeschlagen. Das siehst du auch bei allen Brokern. Da sind die Eröffnungszahlen durch die Decke gegangen, durch den Crash, weil die Leute halt in den Kommentaren, auf der Discord-Community, die wir haben, auf egal wo, also auf allen Plattformen sich halt ausgetauscht haben und gegenseitig encouraged haben. So, guck mal, bleib dran, das sind die Zusammenhänge. Deswegen stürzen die Kurse ein, aber das ist normal, es gibt immer wieder bereinigende Effekte und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist halt so ein Community-Aspekt super stark und der geht dann halt auch zum Glück über meine Person halt hinaus, wo es jetzt nicht nur ist so Guru-mäßig, das hasse ich ja eigentlich, dieses Guru-mäßige. Thomas hat gesagt, ja. Ja, genau, und ich möchte auch gar nicht in dieser Position sein. Aber wenn du dann halt, weißt du, so deine Community hast an Leuten, und wir haben ja auch viele Sub-Communities, also es gibt ja Leute, die machen das genauso wie ich, investieren einfach nur ihr Geld in ETFs, fertig. Dann gibt es aber auch super viele, die unsere Videos schauen, die aktiv bei uns sind, die auch Einzelaktien machen oder Leute, die halt hardcore mit Krypto zocken oder was auch immer, ja. Und alle sind halt irgendwie in diesem Financial Education-Dach zu Hause, solange du halt weißt, was du machst, ja. Und genau, so, wir sind frühzeitig auf diesen Community-Aspekt gekommen. Das nehmen wir auch zum Beispiel bei uns in die Produktentwicklung über. Also als wir jetzt zum Beispiel diese ETF-Suche gebaut haben, haben wir vorher eine Umfrage gemacht über Instagram, Newsletter, also alle Plattformen, die wir so haben. Und da haben 5.000 Leute dran teilgenommen. Krass. Ich meine, 4.000. Krass. Ja, nicht 5.000, 4.000. Und da kannst du dir überlegen, also wie viel musst du eine Agentur bezahlen, dass die dir so 4.000 Marktdaten, ja. Genau, genau, gibt. Ja. Und wir können halt sowas für die Community customizen, weißt du? Halt, das ist super. Weil ich habe auch das Gefühl, das hört man ab und zu aus Amerika so immer mehr, dass so Produkte auch durch die Community entstehen sollten, ne? Weil dadurch natürlich auch die besten Produkte am Ende entstehen. Habt ihr was getan, um das irgendwie zu fördern? Weil der erste Ort war, wo wahrscheinlich sich Leute sozusagen unterhalten, ist wahrscheinlich YouTube-Kommentare. Ne? Das ist wahrscheinlich so der erste Kanal. Discord habe ich gerade gehört. Gibt es so ein Ort, wo ihr versucht, alle zu versammeln? Oder ist es so, jeder ist auf dem Kanal unterwegs, wo er Lust ist, wie zum Beispiel Instagram-Kommentare oder so? Genau. Nee, also jede Plattform ist individuell. Ne? Also du hast andere Leute auf YouTube als auf Instagram, als auf Discord und so weiter. Es wird, glaube ich, rein aus Content-Marketing-Sicht, ja, würde es Sinn machen, wenn wir quasi ein eigenes Forum bauen auf unserer Website, wo wir die Hoheit drüber haben quasi und allen Leuten sagen, komm auf unser Forum. Aber das ist ja ein bisschen realitätsfern. Also irgendwann hieß es mal, also irgendwann habe ich angefangen zu streamen, dann hieß es Discord, Discord, Discord. Und ich so, was ist dieses Discord? Und ich habe keine Ahnung davon. Und diese Software ist so komplex. Und dann habe ich halt einen Stream gestartet und habe gesagt, so Leute, die Ahnung von Discord haben, jetzt bitte in den Stream kommen. Und dann setzen wir es jetzt zusammen auf. Und dann haben die gesagt, klick mal hier, mach mal da und so weiter. Im Ernst? Ja, ja, kein Spaß. Geil. Und dann ist unser Moderator, der jetzt gerade ein Praktikum bei uns macht, beziehungsweise Admin, der war damals noch nicht mal volljährig, der hat gesagt, guck mal, ich setze das mal auf und so. Ich habe gesagt, hier, mach einfach, weißt du bist Discord-Native sozusagen.
Ja. Setz das Ding auf, mach die Channels, mach Moderation, mach dieses Punktesystem. Je mehr du dort schreibst, desto mehr Punkte kriegst du, desto höher steigst du im Rang und so weiter. Habe ich ja alles gar keine Ahnung von. Und das ist halt so ein bisschen so Try-and-Error-mäßig, ne? Jede Plattform. Das Einzige, wo es tatsächlich nicht bei uns funktioniert, ist TikTok. Also da kriegen wir irgendwie, wir müssen mal einen Native-TikToker einstellen, aber da hat es noch keiner geschafft, das Spirit zu catchen. Ja. Ja. Spannend, aber das ist ja auch cool zu hören, dass ihr sozusagen, glaube ich, dann YouTube sehr straight gestartet seid und dann auf alle anderen Plattformen sozusagen rübergegangen seid wahrscheinlich, ne? Mit nochmal, macht ihr exklusiven Content sozusagen auch zum Beispiel beim Podcast oder ist es ein Recyceln von dem, was ihr auch auf YouTube macht? 50-50, also wir haben montags kommen immer die Audiospuren von YouTube und donnerstags machen wir Exklusiv-Content. Ja, wir haben immer mal überlegt, ob wir den Podcast splitten. Ich habe dann selbst noch einen zweiten Podcast mit einem befreundeten Finanzprof, wo wir halt einfach über ein bisschen rumnerden, in Anführungszeichen. Ja. Also das geht dann wieder so, das ist halt nicht mehr so Education für die breite Masse, aber eher so für klassische BWLer, die halt Bock haben, ein bisschen tiefer in so Themen reinzugehen. Aber nee, sonst machen wir ziemlich viel Native, also auch für Instagram machen wir Custom Reels und solche Sachen, ja. Ja. Hey Thomas, du lässt es natürlich jetzt ein bisschen leicht alles aussehen, ne? Aber wir stecken natürlich 7 Jahre und verdammt viel Arbeit dahinter. Mhm. Ne? Und den Anfang fände ich nochmal spannend, weil ich habe das Gefühl, wie du das auch gesagt hast, es gibt, glaube ich, diesen Punkt, wo, wie du auch gesagt hast, ist, glaube ich, aus einer Idee entstanden und auch nie die Idee gewesen, das wirklich daraus eine Firma zu machen, ne? Sondern ist ja so ein bisschen wahrscheinlich auch nach Feierabend entstanden, ja, was, absolut, glaube ich, auch eine unglaublich schöne Botschaft ist für jeden so, dass selten Firmen, glaube ich, starten mit so, das wird jetzt eine Firma und da entsteht irgendwie was, sondern einfach ein Projekt gestartet aus der Freude raus mit jemandem zusammen. Gab es auch Tiefpunkte irgendwie? Gab es irgendwie den Moment, was weiß ich, nach 2 Jahren oder so, wo ihr irgendwie gesagt habt, oh, ob das wirklich aufgeht oder nicht? Oder hat das Thema so schnell irgendwie Traction bekommen, dass ihr gesagt habt, hey, das sieht echt nach einer Aufwärtsspirale aus, dass das immer weitergehen kann? Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz davor, so das Thema, was du gerade angesprochen hast, die Motivation. Also die Motivation war tatsächlich eher so Side-Business, nebenbei Geld verdienen, fertig. Mhm. Es gab damals, weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, damals gab es ja Google Link Shortener, also das quasi sowas wie Bitly. Und da konntest du halt gucken, wie viele Klicks jemand bekommt. Also du konntest halt einfach den Link von jemand anderem nehmen und dann, glaube ich, .info oder irgendwas dahinter schreiben und hast dann quasi die Klickzahlen bekommen. Und da haben wir halt tatsächlich eine Analyse gemacht und halt geguckt, wie viele andere YouTube-Kanäle so an Klicks bekommen, haben dann mal hochgerechnet, was du da so an Provision bekommen kannst. Und da haben wir gesagt, boah, krass. Also damals der größte Kanal war damals Aktien mit Kopf gewesen und der hat damals, glaube ich, 8.000 Abos oder 12.000, lass mal 12.000 gewesen sein, was wir schon als gigantisch erachtet haben. Ne? Yeah. Wenn du jetzt mal den YouTube-Finanzbereich anguckst, da gibt es so viel, die kenne ich gar nicht mehr. Also früher kannten wir alle persönlich, mittlerweile geht das gar nicht mehr. Und da haben wir schon gesehen, so boah, da kannst du schon, wenn es gut läuft und noch weiter Wachstum und so, kannst du schon ein paar tausend Euro monatlich machen. Und wenn wir das zu zweit machen, so nebenbei, ist eigentlich ganz cool. Also haben wir das ehrlich gesagt nur so aus diesem Side-Hustle-Aspekt heraus. Hatten dann damals einen Limited in London gegründet. Es geht ja glücklicherweise in ein paar Klicks, also muss da gar nichts machen. Allerdings war es uns da immer so komplex. Also wir haben uns da nie Geld ausgeschüttet, weil wir jetzt nicht genau wussten, wie das funktioniert und jetzt keine Lust hatten auf Steuerberater und so. Und als wir dann gesagt haben, wir machen das Fulltime, haben wir quasi Limited aufgelöst und das Geld, was wir da drin hatten, wie so eine separate Spardose quasi als Startkapital genutzt. Und daher dann auch die Frage, Tiefpunkte, also wir haben sozusagen ein bisschen gecheatet, ehrlich gesagt, was so die Entrepreneurs-Laufbahn angeht, dahingehend, dass wir nicht so, ich kündige jetzt und stehe vor dem Null. Ungewissen, sondern wir hatten Cashflows, mit denen wir rechnen konnten, wir hatten Startkapital und haben halt immer darauf geachtet, möglichst konservativ zu wirtschaften, dass wir so nie irgendwie uns einen Stress auferlegen, jetzt irgendwie Umsatz machen zu müssen, auf Teufel komm raus. Weil ich meine, das kommt halt so von alleine, aber wenn du halt irgendwie zu viel Pressure hast, dann färbt es auf deinen Content ab, weißt du? Dann macht dir irgendjemand einen sehr attraktiven Deal oder so. Und wir bekommen sehr viele solcher Deals angeboten, die wir eigentlich immer ablehnen. Also das kann ich mir vorstellen. Ja. Krypto-Scams, also oder sowas in diese Richtung, weißt du? Und um sich da halt unabhängig von zu machen, ist halt wichtig, dass du auf so einer finanziell stabilen Basis stehst. Aber ja, gab es immer Up and Downs. Also beispielsweise sind wir jetzt gerade in der Phase, wo das Thema deutlich weniger Wichtigkeit hat als jetzt die letzten 2 Jahre. Und ist halt ein zyklisches Thema. Aber
für mich ist das fein, weil wir halt jetzt mehr in das Thema Zeit auf unsere Webseite investieren können und uns quasi ready machen können für die nächsten Steps. Ja, aber das ist gut, dass du sagst, weil am Ende hast du es gecheatet sozusagen genannt. Ich würde sagen, dass ihr es verdammt smart gemacht habt. Ne? Aber wenn ich das auch beobachte bei vielen Leuten, die sich vielleicht überlegen, selbstständig zu machen, die meisten stehen ja wirklich so vor der Herausforderung, selbst wenn ich eine gute Idee habe, was mein Angebot ist und was ich anbiete, sei es vielleicht auch wirklich als Berater, weil man als Unternehmensberater unterwegs war, kommt immer dieses blöde, wie komme ich an Aufträge und Kunden ran? Ne? Und ich habe das Gefühl, dass YouTube einfach zwei unglaubliche gute Dimensionen bespielt. Zum einen hast du die Chance, wenn du deine Hausaufgaben machst, Leute zu erreichen. Ne? Also wenn du weißt, wie du Reichweite aufbaust. Und du baust halt durch Videos verdammt viel Vertrauen auf. Ne? Also ich sehe das gerade bei LinkedIn zum Beispiel, auch da die letzten 2-3 Jahre relativ viel drauf fokussiert. Aber so Textposts bauen halt nicht annähernd so viel Vertrauen wie in ein Audio oder genau oder ein Videoformat und demnächst unterhalten sich eh irgendwie nur noch die Bots miteinander. Und deshalb fand ich das immer so spannend an YouTube, wie viel Vertrauen Videocontent auch einfach aufbaut. Ne? Und dir geht's wahrscheinlich ähnlich. Ich hatte ein paar Mal die Momente in Hamburg, dass jemand wirklich über gefühlt die Mönckebergstraße geschrien hat, Robert! Und ich so, okay, wir kennen uns nicht. Und ich so meinte, stimmt, wir kennen uns ja gar nicht. Ich kenne ja nur deine Videos. Ich so, genau. Ne? Aber das so spannend war, was für eine Beziehung man durch Videos aufbaut. Ja, ja, das stimmt. Ja. Das ist ein guter Punkt. Ich bin jetzt letztlich durch Paris gelaufen und da ist jemand ganz verdutzt vor mir stehen geblieben und hat mich auf Englisch angesprochen und so, hast du diesen YouTube-Kanal? Ich so, ja. Also, oh, krass, kann ich dich hacken? Und ich so, okay, strange, aber das war echt so das Übergriffigste quasi. Ich fand's okay, es war sweet, aber ja, keine Ahnung. Passiert das in Deutschland schon? Das muss in Deutschland viel, mittlerweile, ja. Oder? Also in Deutschland schon, aber in Paris sehr selten. Also Spannend, weil das ist wirklich, ich glaube, das ist auch spannend sozusagen zu sehen, welche Power hinter Videos eigentlich stecken. Und dass man das irgendwie clever macht. Okay, das dann stimmt. Habt ihr das sozusagen Firma aufgebaut, Produkte aufgebaut. Dann gab es ja natürlich diese Phase, wenn du in der Investmentbank gearbeitet hast, ne, kommt man da nicht so ein bisschen in so ein Dilemma rein, so klassische Karrierefahrt hat ja schon so, ne, Umfeld, Eltern, Freunde, ne? Und Thomas, bist du dir sicher, dass dieses YouTube was ist, ob du da auch in 10 Jahren noch von leben kannst? Da gab es doch wahrscheinlich diese Situation so, ich gehe jetzt wirklich all in, ich kündige meinen Job und ist es wirklich, kann ich dafür den Job aufgeben oder nicht? Gab es die Situation oder haben das alle so mitgemacht? Ich habe schon einige unpopuläre Entscheidungen vorher getroffen, die bei meinen Eltern jetzt nicht immer auf Begeisterung gestoßen sind. Ja, also die waren schon konditioniert. Ja, genau. Ich glaube, meine Mutter hat gesagt, so, wenn du das Studium abgeschlossen hast, dann ist okay. Ich habe ja auch, also ist mein Studium abgeschlossen, ich war nicht mal auf der Verleihungsfeier gewesen, weil ich damals schon in der Bank war und keine Zeit, war ich gerade auf Deal aktiv. Und dann deswegen habe ich mir mein Abschlusszertifikat, habe ich mir einrahmen lassen und meiner Mutter geschenkt. Und das war, glaube ich, so der Moment, ab jetzt bin ich unabhängig und muss mich nicht mehr justifieren. Und nein, ich meine, sie sieht ja auch, wie das funktioniert und ist da auch ganz großer Fan. Also das passt schon, mein Vater sowieso. Ja, wie gesagt, also es war jetzt nicht, das, also sagen wir es mal so, da, wo ich mir am meisten Gedanken drüber gemacht habe, jetzt die Bank zu verlassen, weil das ist ja, die Bank war ja für mich, es gibt ja Leute, die hassen das, ne, und sagen, Gottes Willen, ich mache das jetzt nur wegen der Kohle und wegen den Exit-Opportunities und dann will ich es nie wieder machen. Ich fand das ja super, super stimulierend. Und das war so meine einzige Angst, dass ich dachte, okay, du bist jetzt wirklich auf Multimillionen, teilweise Milliarden-Deals mit unglaublich smarten Leute. Also es war nicht selten, dass ich, normal, wenn man Junior ist, ne, aber der Dümmste am Tisch war und dann lernst du halt viel, ne? Und da war halt so ein bisschen meine Angst gewesen, wenn du jetzt einfach nur so YouTube-Videos produzierst, in Anführungszeichen, dass dann die intellektuelle Herausforderung nicht mehr da ist. Und tatsächlich ist die Herausforderung jetzt eine komplett andere, ja. Also zum Beispiel muss mich jetzt viel mit so dem Thema Menschen führen beschäftigen oder Leute bei uns im Team beobachten mich halt. Also, weißt du, die schauen halt, du musst halt mehr drauf achten, was du halt machst, was du kommunizierst und solche Sachen, was in der Bank völlig egal ist. Also da waren alle Leute, die quasi selber Abschluss, selber Karriere, alle richtig hungry und auf geht's. Und jetzt bist du halt im anderen Umfeld. Das ist eine andere Herausforderung und zum Glück hat sich diese Angst nicht bewahrheitet. Aber es war jetzt nicht so eine Existenzangst, sondern einfach nur so, du weißt, wenn du aus der Bank raus bist, kommst du da nicht so einfach rein. Das ist jetzt anders als zum Beispiel in der Beratung. Und was ist, wenn es nach 2 Jahren langweilig ist? Aber ja, das hat sich nicht bewahrheitet. Bis jetzt spannend nicht. Geblieben. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich verstehe das. Damals, als ich auch 2,5 Jahre in Unternehmensberatung war, das war auch der Zeitpunkt gegen Ende, wo ich 5 Ideen sozusagen gestartet habe. Da war ich auch auf Leute getroffen, wo ich dachte,
krasse, was gibt's für smarte Leute, ne? Mhm. Und ich glaube, mein damaliger Chef und Partner meinte auch, ja, Robert, du bist irgendwie in der Bundesliga der Wirtschaft irgendwie angekommen, ne? Mhm. Und das war auch wirklich, wie du gesagt hast, extrem attraktiv irgendwie da mitarbeiten zu dürfen und das zu erleben. Und ich merke das auch, witzigerweise hatte ich irgendwie vor ein paar Wochen einen Call mit irgendwie einer Firma, mit einem großen Automobilhersteller, und da waren auch so smarte Leute in diesem Call, ne? Und ich habe aber irgendwie was zum Thema LinkedIn-Werbeanzeigen erzählt und alle haben mich so angeguckt, als ob ich sonst was könnte, ne? Und ich war aber so, ja, das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, Werbeanzeigen irgendwie hinzubekommen, ne? Und dachte mir so, was mache ich unter diesen ganzen smarten Leuten und warum gucken die mich an, dass ich da irgendwie was kann? Aber wie du gesagt hast, sind, glaube ich, ganz andere Herausforderungen, ne? Aber es ist halt eine Expertise, ne? Also genau. Die du dir auch über Jahre aufbaust, ne? Genau, und es ist halt, was du auch gesagt hast, sowas wie Teamführung, Mitarbeiterführung sind, glaube ich, so andere Themen, die man heute irgendwie hat, die ja auch alle ihre Besonderheiten und Eigenheiten irgendwie mitbringen. Aber umso cooler, na, dass du diesen Hafen dann verlassen hast und gesagt hast, hey, ich baue dieses Thema irgendwie auf. Na. Mhm. Gibt es, wenn du so rückblickend 7 Jahre YouTube irgendwie dir anguckst, gibt es was, was du irgendwie, ich glaube, das Szenario wäre das einfachste, um ein bisschen rauszukitzeln. Ich habe mit ein paar Freunden so eine kleine Challenge gemacht, dass wir gesagt haben, wer als erstes die 25.000 Abos knackt, na, der wird von allen anderen für ein Wochenende eingeladen. Na. Und ich weiß natürlich, wir alle wissen, dass man nicht schnell und hippelig reich werden kann. Na. Aber deshalb dachte ich mir, Thomas, da bist du natürlich prädestiniert. Wenn du jetzt noch mal eine kurze Zeit irgendwie zur Verfügung hättest und noch mal komplett bei Null anfangen würdest oder müsstest, was würdest du tun? No. Ja. Es ist tatsächlich tricky. Also ich glaube, das, was wir gemacht haben, wenn wir jetzt genau so replizieren würden, halt jetzt startend, würden wir damit keinen Erfolg haben oder relativ. Also aber das ist gut, dass du das sagst. Ja. Also nicht, also ja, ziemlich sicher. Also vielleicht ein bisschen Erfolg oder so, aber genau, du musst, jetzt sind andere Plattformen. Ich meine, ich glaube, man muss da sehr, so, du musst einfach immer am Zahn der Zeit sein. Und da muss ich auch ganz offen sagen, wir haben das Thema Short-Video-Formats stark verschlafen. Also wir sind da ein Jahr zu spät gestartet, nachdem Leute in kürzester Zeit Millionen Reichweiten auf TikTok aufgebaut haben. Krass. Ja. Auch im Finanzbereich. Ne? Also auch im Finanzbereich. Ja, ja, klar. Es gibt super viele Finanz-TikToker, die super Content machen und so, ne? Die da halt einfach native gestartet sind, so wie alle TikToker quasi in dieser Corona-Zeit, ne? Ein bisschen Langeweile und jetzt machen wir mal was. Weil noch einen YouTube-Kanal starten zum Thema Finanzen, da gibt's so viele. Und da kannst du auch meinetwegen mit einem sehr, sehr innovativen Konzept kommen. Das wird sehr tough dazu growen. Du musst halt so irgendwie ein Short-Video, also musst halt einfach auf einen Makrotrend gehen, ne? Der wächst. Ich meine, und ja, dann hat ja mal eine Zeit lang so ausgesehen, als würde das jetzt, wie hieß das nochmal, Clubhouse werden. Das ist ja dann ziemlich schnell zusammengehauen. Aber so agil muss man halt sein, immer aktiv sein. Ne? Also das Thema, was du angesprochen hast, LinkedIn, ist jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr großer Growth-Faktor im B2B. Ja. Da gibt's ja jetzt auch, gibt ja LinkedIn-Influencer, ne, die gigantisch sind. Und Ich weiß es nicht. Ich würde dir nicht garantieren, dass ich jetzt, wenn ich heute mit Null starten würde, direkt einen fetten Kanal aufbauen würde. Ich meine, wir starten immer wieder neue Kanäle. Also der unbekannteste Kanal mir war das Buch gewesen. Wir haben ein Buch veröffentlicht und natürlich sind wir damit davon ausgegangen, dass wir am Anfang einen hohen Absatz haben werden und sehr wahrscheinlich auf die Spiegel-Bestsellerliste kommen, weil wir halt eine Community haben, die vorbestellen. Ne, das hat ja schon mal einen Wert. Aber irgendwie haben wir das Ding so hingebogen bekommen, dass wir jetzt das komplette Jahr über, also jetzt war, glaube ich, diese Woche die letzte Spiegel-Bestsellerliste für dieses Jahr oder glaube ich, also für die nächste Econ, waren wir immer in den Top 3 gewesen, also durchgängig das ganze Jahr über. Und ja, du musst halt irgendwie so verstehen, dich einarbeiten in den Channel und dann in diesem Channel spezialisieren und von dort aus dann spreaden auf andere Kanäle, glaube ich. Das ist, glaube ich, ziemlich sinnvoll. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich ganz neu anfangen würde, würde ich versuchen, TikTok oder Instagram Reels, das vielleicht auch noch als Shorts auf YouTube hochladen und versuchen, wie bekomme ich Leute auf meinen YouTube-Kanal oder auf andere Plattformen über. Ja, das ist gut, dass du sagst, dass man so ein bisschen den Zeitgeist mitnehmen muss und auch mitbekommen muss, wo ist gerade was los. Ne? Also zum Beispiel wirklich so TikTok oder so. Ich sehe mich dann doch morgen da wieder rumtanzen. Ne? Und dass, wenn man da sozusagen es geschafft hat, Traction zu bekommen, auf die anderen Plattformen rüberzugehen, wo wahrscheinlich nicht so viel los ist.
Ja. Das siehst du ja bei den ganzen TikTokern. Also die sind ja jetzt auch alle gigantisch auf Instagram. Also gibt's ja keinen, der klein auf TikTok ist und groß, also umgekehrt, der groß auf TikTok ist und klein auf Instagram. Ne? Die dann sozusagen rübergeschwappt sind und gemerkt haben, hey, wir gehen jetzt sozusagen auf Instagram rüber. Ja. Mhm. Ja, genau. Das verstehe ich. Okay, das ist nochmal spannend zu hören, auch ein bisschen so, weil ich glaube, viele Leute haben auch so im Kopf, ja, ich starte jetzt irgendwie mit dem YouTube-Kanal und lege damit los, aber wie du selbst sagst, ich glaube auch, vielleicht vor diesen 6, 7 Jahren, da war, glaube ich, wirklich YouTube Deutschland nochmal so eine ganz andere Welt, ne? Shorts war noch nicht mal erfunden gefühlt, ne? Und ich glaube auch, das Format, was ihr hattet, war super innovativ zu dem Zeitpunkt, ne? Und würde heute wahrscheinlich, wie du gesagt hast, gibt es wahrscheinlich 20, 30, 40, 50 Finanz-YouTuber, die Hunderte da mittlerweile, glaube ich. Ja. Hunderte, ja. Und da irgendwie durch den Lärm zu kommen, da müsste man wirklich extrem innovativ sein und das wird extrem schwierig. Ne? Ja. Also wie gesagt, ich will nicht sagen, YouTube funktioniert nicht. Also es gibt ja immer wieder neue Kanäle, die komplett durch die Decke gehen, oder guck dir mal was, also guck dir mal an, was da los ist mit Seven vs. Wild, also wo ich großer Fan von bin. Also sowas funktioniert schon, ja. Aber Finanzbereich ist halt tricky, glaube ich. Das stimmt. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, jetzt warte mal ab, und die uns dann in kürzester Zeit disrupten. Ja. Wir haben irgendwie immer das Glück gehabt, dass wir ein sehr geradliniges Wachstum hatten. Ja. Es gab immer mal wieder zwischendurch Leute, die deutlich höhere Wachstumsraten hatten als wir in gewissen Bereichen. Aber ihr beständig sozusagen. Genau, aber das flacht dann halt auch irgendwie wieder ab. Also es gab irgendwie mal so einen Trend, dass auf einmal jeder gezeigt hat, wie viel Geld er macht, wie viel Umsatz er macht, hat damit super viele Klicks generiert und irgendwann juckt es halt keinen mehr und dann hast du halt einen krassen Hype und das fällt dann wieder runter und dann bist du halt noch, wie soll ich sagen, also dann affectet dich das auch super persönlich. Also wenn du von ein paar zigtausend oder hunderttausend Views auf ein paar zigtausend runterfällst, dann ist es halt, dann siehst du das halt als Verlust an, obwohl du ja immer noch zigtausende Leute hast, die dir folgen. Ja, ne? Also, das stimmt. Gib mir mal 2 Minuten, ich lasse einfach weiterlaufen, aber meine Frau hat sich, glaube ich, gerade ausgeschwert. So, ja, alles gut. Wieder da. Ja, kein Stress, mach ruhig. Ich schon kurz auf Toilette. So, ich habe auch gerade die Gelegenheit mal genutzt, auf Toilette zu gehen. Clever. ey, das ist aber spannend, dass du das sagst, muss ich wirklich sagen, mit den Channels, weil die Sorge habe ich jetzt auch so ein bisschen. Eine Mitarbeiterin von mir meinte, ey Robert, wir müssen YouTube Shorts machen, wir müssen da ran. Ich habe mich ewig davor gedrückt irgendwie. Meinte so, ja, wir kriegen das auch mit normalen YouTube Videos hin. Ich glaube, wir haben unsere Reichweite ver-20-facht oder so in einem Monat. Also bedeutet noch nicht wahnsinnig viel. Aber es war spannend, dass man über Shorts halt neue Leute erreicht. Ne? Also bei diesen längeren Formaten habe ich gefühlt immer wieder die gleichen erreicht. Und Shorts wurde nur in kalte Leute gepusht. Und es war so krass, man erreicht völlig neue Leute. Und hätten wir das nicht mal experimentiert, würden wir immer im gleichen Sumpf irgendwie rumdümpeln. Ja, das Gute ist halt, also du siehst halt eigentlich so 2 Trends. Also das eine ist Short-Video-Format, das ist ziemlich obvious, das hat jeder. Aber dann auch dieses Long-Video-Format, also so lange Podcasts boomen ja auch momentan. Ja. Also YouTube entmausert sich ja jetzt mittlerweile auch zu einer gigantischen Podcast-Plattform. Und das eine geht eigentlich ziemlich gut Hand in Hand mit dem anderen, weil du machst schöne Ausschnitte aus dem Podcast, die dich hooken und dann quasi in das Long-Format reinbringen. Ja. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch mit experimentiert, einen eigenen Shorts-Kanal zu machen, weil wir gesagt haben, wir wollen unsere Finanzhaus-Community jetzt nicht nerven mit Ausschnitten aus unseren Videos, die sie schon kennen, hat aber quasi keine Reichweite. Also du musst es wirklich, also ich glaube, es ist sinnvoll, das auf eine Plattform zu machen, obwohl Mr. Beast, also der ultimative YouTuber überhaupt, das getrennt hat. Ja.
Ah, stimmt, weil ich finde das auch immer so, ich glaube, es gab dieses Interview zwischen Ludwig und der YouTube-Chefin, ne? Mhm. Und er meinte auch, das sieht so unsortiert aus, wenn ich auf Videos klicke und dann meine normalen Videos und die Shorts sind, das ist eine Vollkatastrophe, ne? Das will er nicht haben. Und ich glaube, das implementieren die jetzt auch nach und nach. Aber was du sagst, ne, ist halt irgendwie so ein Mischmasch von zwei Formaten. Und das mit dem Podcast hat mich tatsächlich auch in diese Interviewreihe ein Stück weit sozusagen in die Idee verkauft, weil ich in Amerika, keine Ahnung, Joe Rogan wird dir wahrscheinlich auch was sagen, so Interviews mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht haben zuzuhören. Ne? Mhm. Und dann dachte ich mir, gerade in Deutschland weiß ich nicht, wie die Lage ist. Ich hatte das Gefühl, dass ich keinen Podcast oder kein Interviewformat gefunden habe, wo die Leute sind, denen ich gerne irgendwie zuhören würde. Mhm. Und dann habe ich mal die ersten Probeläufe gemacht und habe irgendwie unglaublich gutes Feedback auf die ersten Interviews bekommen. Und dann dachte ich mir so, ey, warum nicht einfach fortführen? Weil ich glaube, es gibt so viele coole Geschichten, auch die Geschichte von dir, im Sinne von sowas einfach mal nach Feierabend zu starten, ne? Und auch Leute ein Stück weit zu ermutigen. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist dieses, ich weiß, ich habe neulich irgendwie so einen Vortrag von jemandem gesehen und der hat gefragt, wer von denen würde sich gerne selbstständig machen oder gründen, ne? Mhm. Und wirklich alle haben die Hand gehoben, ne? Es waren natürlich auch BWLer in dem Raum, ne? Aber dann dachte ich mir so, wenn ich jetzt so, was weiß ich, nach 5, 6 Jahren draufschaue, wer wirklich sich dann selbstständig gemacht hat und das ins Laufen bekommen hat, kann ich das mittlerweile so an einer Hand abzählen, ne? Und das ist irgendwie so schade, weil ich weiß nicht, es gibt keine große Anleitung dafür, habe ich das Gefühl, in Deutschland. Die Anleitung, die es gibt, die ist immer so semi in Ordnung irgendwie. Und insofern sind, glaube ich, so Stories, wo Leute das gemacht haben und erzählen, wie sie es gemacht haben, glaube ich, der beste Weg, um daraus zu lernen. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die Motivation erstmal hinterfragt. Ich kenne ja ziemlich viele Leute, die ihren Job kündigen, um dann sich auf die Suche zu machen nach irgendwelchen Ideen, um Unternehmer zu werden, weil sie es halt einfach nicht mehr ausgehalten haben in ihrem Job. Und da würde ich zumindest mal anzweifeln, ob das die richtige Motivation ist. Weil da hast du recht. Einfach nur, weil du dann keinen Chef mehr hast, der dir irgendwelche Aufträge geben kann, dass du nicht um eine gewisse Uhrzeit aufstehen musst, dass du nicht mehr deine Zeit vorgegeben kriegst. Das sollte eigentlich nicht die einzige Motivation sein, würde ich mal so rum sagen. Also wenn ich das machen könnte, was ich heute mache im Angestelltenverhältnis, würde mich das jetzt auch nicht systematisch stören oder so. Und ich glaube, es gibt auch sehr, sehr attraktive Angestelltenjobs. Also man muss das quasi so ein bisschen hinterfragen. Klar, du kannst dich komplett kreativer ausleben. Also ich glaube, von der Stundenzahl bin ich jetzt nicht so krass viel, mache ich nicht so krass viel weniger als jetzt in der Bank. Dafür kann ich mir das aber voll einteilen, also wie ich Lust habe und meine Urlaube werden nicht gecancelt und so. Aber das sollte jetzt nicht der primäre Motivationsgrund sein. Ich glaube, wenn du wirklich Bock auf unternehmerische Tätigkeit hast, dann fängst du halt mit so einem kleinen Zeithassel an, sammelst mal deine Erfahrung, was du gesagt hast, als Berater dich selbstständig zu machen. Was hält dich denn davon ab, deine ersten Mandanten also neben deiner normalen Tätigkeit an Land zu ziehen? Und so machen ja Anwälte auch so, ne, bevor sie ihre eigene Kanzlei aufmachen. Und wenn du es nicht darfst, laut Arbeitsvertrag, dann mach's doch pro bono. Hol dir doch einfach die ersten Mandanten, mach for free am Wochenende und sammel Erfahrungen. Also ich glaube, es gibt echt nicht, also sehr, sehr wenige Sachen, die man nicht mal im Nebenjob erstmal antesten kann. Ja, ich habe auch das Gefühl, es gibt so ein paar gefühlt so Arbeitsvertragsklauseln, wo die Leute schon so zurückschrecken und sagen so, uah, ne? Und ich bin dann auch so, keine Ahnung, dann starte einen Podcast oder so, ne? Mm. Also mach einfach irgendwie ein Projekt, auf das du Lust hast und guckst, was dabei rauskommt, ne? Aber ich habe dieses Gefühl, dieses ins, ich glaube, in einem Job haben wir immer gedacht, dass wir irgendwie schon ein Stück weit proaktiv sind. Mm. Wenn man aber wirklich drauf guckt, hat man eigentlich immer gesagt bekommen, was man zu tun hat, ne? Mm. Und ich habe das auch gemerkt, dass bei mir bestimmt 2 bis 3 Jahre gebraucht habe, um wirklich zu verstehen, was es bedeutet, wenn dir wirklich niemand mehr sagt, was du zu tun hast, was man alles machen kann, ne? Und diese Proaktivitätsgedanken auch irgendwie so immer weiter gesponnen, was man alles für Projekte irgendwie machen kann. Und ich glaube, wenn das mehr Leute auch irgendwie hören und machen und einfach mal so ein kleines Ding nach Feierabend starten, ich glaube, das bringt auch super viel irgendwie ins Rollen. Ne? Ja. Hey, was spannend wäre, Thomas, welche Rolle spielen denn Sachbücher eigentlich in deinem Leben? Gute Frage. Ich habe jetzt geschrieben, um mal ganz unverblümt Werbung zu machen. Neben dem eigenen Buch. Ich lese relativ wenig. Ich höre lieber Audiobooks. Das hier ist mein aktueller Read. Ja. Traction. Weiß nicht, ob du das kennst. Schon mal gehört. Ja. Ist ein ziemlich cooles Buch so zum Thema Entrepreneur System aufbauen. Also im Endeffekt, wir sind jetzt in der Größe von der Firma, wo vorher funktioniert alles auf Zuruf, ne? Du hast eine super Koordination, weil du halt ein sehr hohes Kommunikationslevel hast. Du kannst
dafür sorgen, dass jeder immer alles weiß, dadurch, dass du halt einfach Flurfunk hast. Und mittlerweile kommen wir halt in so einen Bereich, wo viele Kommunikationswege halt nicht mehr funktionieren. Und dann brauchst du halt langsam Prozesse und Systeme. Und da ist das halt ein sehr, sehr gutes Framework, finde ich, um da halt einfach ein bisschen mehr System reinzukriegen, dass wirklich jeder auch on the same page ist. Ansonsten, ich finde, also ich lese eigentlich nur Sachbücher. Also ja. Hey, und Audiobücher dann, ich hab, mir fehlt immer gefühlt so die Zeit. Also beim Joggen könnte ich es noch so einschieben, aber ansonsten habe ich so wenig Pendelzeiten oder so und denke mir immer so, wann hört man das? Sitzt du dann irgendwo und hörst das einfach oder baust du das irgendwie in deinen Alltag ein? Oder nee, ich baue das ein. Also ich bin ja, ich wohne mit meiner Frau in Paris und alleine in Berlin quasi und deswegen pendle ich auch häufiger. Das heißt, Pendelzeit ist eigentlich ganz gut. Flugzeug ist da immer ziemlich dankbar, auch wenn es klimamäßig nicht so top ist. Ich versuche jetzt mehr und mehr Bahn zu fahren. Aber du hast halt, da bist dann im Flugmodus, kannst nichts anderes machen, das ist schon mal gut. Urlaub sonst immer sehr, sehr gute Gelegenheit, finde ich. Und ansonsten, wenn ich halt bei mir abends in Berlin alleine bin oder so, dann lasse ich das halt einfach so nebenbei laufen oder so. Also irgendwie kriegt man das schon unter. Wenn es interessant ist. Ansonsten, ich bin da auch ziemlich radikal. Also wenn es mich nicht huckt, dann ist es relativ schnell auch wieder weg, ja. Ich muss auch sagen, dadurch, dass ich damals, ich glaube, ich habe so ein bisschen Growth Hacking betrieben mit 5 Ideen, dadurch, dass ich immer ein Video liefern musste, musste ich auch viel lesen. Na, also das war wirklich irgendwie sehr, sehr Selbstverpflichtung. Gut. Ja, genau. Ich überlege deshalb auch mindestens ein Video wieder pro Monat mit einem Buch oder mit einer Buchsummary rauszubringen, um mich selbst ein bisschen auszutricksen, weil ich es einfach merke und auch gerade heute ein Video dazu gemacht habe, irgendwie diese Instant Gratification Zeit, also dieses Dopamin-Thema, das ist ja wirklich ein Feind unserer Zeit geworden. Na, ich merke einfach bei mir selbst, wie schwierig es geworden ist, mich irgendwo hinzusetzen und wirklich mal 10 Minuten in Ruhe zu lesen. Na, weil einfach, keine Ahnung, dann könnte wieder was bei LinkedIn passiert sein, eine E-Mail könnte da sein. Wie läuft mein YouTube-Video? Na, und ich einfach merke, und das habe ich mir auch fürs nächste Jahr irgendwie vorgenommen, Dopamin-Detox irgendwie, alles irgendwie runterzuschmeißen und zu versuchen, dass irgendwie Lesen wieder ein bisschen mehr Freude bringt und wieder leichter wird. Na, vielleicht ist es mit dem Audio sozusagen so ein Zwischenschritt, den man da einbauen kann. Ja, also für mich ist ja die Weihnachtszeit ehrlich gesagt immer ganz gut. Weihnachtszeit und Urlaub. Aber es stimmt, ich bin da auch absolut süchtig. Ja, doch, kann man so sagen, süchtig nach. Ne? Also muss da echt wirklich aufpassen. Ich habe mein TikTok, du kannst ja bei so für einzelne Apps auf dem Handy kannst du ja Limits einstellen. Und ich hatte da mal meinen TikTok auf 1 Minute gesetzt und meine Frau hat den Code eingegeben, so dass ich mich wirklich nicht selbst cheaten kann. Das Problem ist nur, sie hat den Code jetzt vergessen. Deswegen kann ich auch auf TikTok nicht mehr als 1 Minute machen. Was jetzt businesstechnisch schon irgendwo eine Einschränkung ist, weil manchmal muss man dann doch ein bisschen mehr Zeit verbringen, so recherchemäßig. Aber ja, ich versuche mich da auch immer ein bisschen zu, man merkt es auch. Jetzt waren wir zum Beispiel einen kompletten Tag lang im Spa gewesen, also so Saunenzeug und so weiter. Und dann immer wieder erwische ich mich dabei, wie es mich halt gerade so juckt, so, ich gehe jetzt mal kurz an den Spind mein Handy holen. Und so, nein, also absolut nein. Und das ist tricky, ja, das stimmt schon, ja. Es ist wirklich tricky und ich bin wirklich gespannt. Und ich glaube auch, dass es so Zyklen sein werden. Ich glaube, man wird das immer wieder realisieren, dass man voll in der Falle irgendwie drin hat. Ich habe jetzt gerade wirklich auf meinem Handy auch das erste Mal meine E-Mail-App gelöscht. Ne? Echt? Wirklich krass. Habe ich in 10 Jahren nicht hinbekommen. Ne? Aber wirklich auch morgen so erstmal E-Mails. Und es ist halt in 10 Jahren noch nie irgendeine E-Mail gekommen, ne, dass es brennt oder so. Und ich dachte mir, was mache ich damit? Ne? Aber der Kopf ist auch wieder, umso mehr bin ich gefühlt an meinem iPad, weil da ist die E-Mail-App noch. Ne? Aber es ist wirklich so, dass ich merke, dass die Zeit am Handy zumindest runtergegangen ist, aber dass man wirklich dagegen ein Stück weit ankämpfen muss. Und ich glaube, viele Leute das auch, oder ich auch jetzt erst realisiert habe, wie viel Zeit es auch im Alltag frisst. Und dass so Sachen, die wirklich entscheidend sind, auch zum Beispiel der Content-Part auch, ich auch merke, dass, was weiß ich, so Content-Videos dann so zwischen Tür und Angel auch teilweise bei mir entstanden sind, statt wirklich die Zeit dafür zu haben, weil ich wieder irgendwie am Handy hänge, weil sich diese Stunden irgendwie so summieren. Ne? Hast du Lust zu erzählen, wie heute ein Video bei euch entsteht, ein YouTube-Video, wie an sowas rangeht? Ja, das können wir machen. Also mittlerweile haben wir da Support wirklich auf allen Levels. Also Markus, unser Chefredakteur, hilft mir oder der fängt in der Regel mit dem Scripting an. Wir setzen uns erst zusammen, überlegen uns, welche Themen wir machen wollen und dann besprechen wir in der Regel so die allgemeinen Guidelines. Also was soll in dieses Video rein, was soll nicht rein, welche Analysen kann man machen und so. Und dann bereitet er das in der Regel auf. Dann gibt es 1-2 Feedback-Loops
Und genau, dann baue ich das auf, also relativ unspektakulär. Also auch hier wird einfach ein Greenscreen hochgezogen in meiner Wohnung hier in Paris oder halt im Büro. Und ganz normaler Gamer-Greenscreen, Kamera aufstellen, Lichter, dann shoote ich das ungefähr 45 Minuten, Rohmaterial circa. 45 Minuten? Ja, Krass. also das Endergebnis ist natürlich kürzer, ne? Das Endergebnis ist um die 20, 15 bis 20. Okay, mittlerweile geht es auch ein bisschen schneller, aber ich habe halt immer so viele Dinge, die ich halt zusätzlich noch sagen will und das fliegt dann, also viele Dinge fliegen dann später im Cut nochmal raus. Ich mache die Takes auch ziemlich oft. Ich bin kein besonders guter, freier Sprecher. Also doch schon, aber wenn ich halt ein Skript genau vortragen muss und dann hast du halt ein Wort falsch, dann mache ich halt lieber den ganzen Satz nochmal neu, weil das kann dann halt schon mal, ja, das ist halt jetzt nicht wie so ein lockeres Interview oder so. Dann lade ich das hoch, unser Cutter schneidet uns das und dann haben wir zwei Illustratorinnen, die halt die Videos dazu, also die Icons dazu machen. Unser Cutter animiert die dann und genau, dann wird das rausgerendert. Also da ist halt in dieser Post-Production, da bin ich ehrlich gesagt gar nicht mehr drin, sondern das macht eigentlich alles Arno, mein Mitgründer. Und das ist eigentlich auch die zeitintensivere Zeit, also wirklich das Video-Scripting und also dieser größte erste Teil, bis dann der Shoot vorbei ist. Da bin ich halt drin und danach übernimmt halt Arno für diese Visuals. Das war aber auch immer schon so gewesen. Also, ja. Ja, das war ja wirklich von Tag 1. Ich glaube wirklich, das erste Video auch auf eurem Kanal hatte ja schon diese coolen Animationen. Ne? Schon das sah ja wirklich super professionell aus. Habt ihr Erfolgskennzahlen für euch? Guckt ihr euch monatlich irgendwie an, welche Videos irgendwie gut funktioniert haben und welche nicht? Habt ihr da irgendwie so KPIs, die für euch am spannendsten sind? Nee, also. Es wirkt sehr unprofessionell, aber nee, machen wir eigentlich nicht. Also es gibt ja so Vanity Metrics, ne? Also solche Zahlen, die schön aussehen, die aber wenig bringen. Dazu zählen mittlerweile auch die Abos. Also wir haben uns immer darüber gefreut, wie viele Abos wir haben. Wir haben ja jetzt auch dieses Jahr den Milestone der 1 Million geknackt, der 1 Million Abos und haben da unseren goldenen Play-Button für bekommen, wo wir niemals dachten, dass irgendwann so ein Thema so groß werden könnte. Aber es ist irgendwie so Schrittchen für Schrittchen. Hat sich so aufgebaut und aber was ja eigentlich zählt, ist ja die Reichweite. Wie viele Eyeballs hast du quasi gekriegt, ne? Wie viele Leute schauen die Videos? Und das schauen wir uns natürlich an, um zu wissen halt, wie das gerade so die Tendenz ist. Ansonsten ist meine Metrik eigentlich überwiegend das Like-Dislike-Ratio, was jetzt langsam leider ein bisschen kastriert wurde, dadurch, dass du das Dislike gar nicht mehr wirklich sehen kannst. Also wir im Backend schon, aber der User halt nicht mehr. Und da wissen wir halt, wie gut Themen ankommen für unsere Community sind. Und da unterscheiden wir halt zwischen Hero-Content und Community-Content. Hero-Content ist halt sowas, wo wir halt neue Leute quasi auf unsere Plattform bekommen. Das sind dann halt so Themen, die ein Potenzial haben, viral zu gehen, die bestbezahlten Jobs oder sowas. Ne? Ah, Da ist spannend. das Financial Education eher weniger im Vordergrund. Also es ist mehr so Infotainment eigentlich, ne? Und da, diese Videos gehen halt sehr, sehr viel an Nicht-Abonnenten, werden halt neu ausgespielt, gehen dann auch mal in die Trends. Und dann haben wir natürlich Community-Content, beispielsweise ein nachhaltiges ETF-Portfolio aufbauen oder so. Das wird nie viel Klicks bekommen. Das interessiert immer nur eine Nische. Aber das ist halt auch wichtig, weil das halt die Education-Bausteine sind, die dann später die Leute darin bestätigen, dass es eine gute Idee war, diesen Kanal zu abonnieren, ne? Und Was ja, habt ihr für ein Verhältnis zwischen den beiden? boah, kann ich ja gar nicht genau sagen. Also ich würde mal sagen, 2/3, 1/3, also 1/3 Hero-Content, 2/3 Community. Also wir klassifizieren das jetzt nicht hart, so dass wir sagen, wir machen jetzt wieder ein Community-Video oder so. Und manchmal stellt sich es auch als falsch heraus, unsere Klassifikation. Also dass wir zum Beispiel sagen, gut, wir dachten, das ist jetzt was für Community, aber das geht ja voll viral. Das hatten wir gar nicht gedacht. Ist echt immer so, ja, mutabhängig. Aber im Großen und Ganzen muss man halt gucken, dass man da eine ganz gute Balance hat. Weil das eine ist halt das Wachstum und das andere ist halt, also Wachstum neuer Abonnenten oder neuer Leute. Und das andere sind halt konstante Views. Ja, weil das finde ich so ein bisschen, und das finde ich auch so schön, dass du das ein Stück weit sagst, weil ich glaube, die Leute stellen sich vielleicht auch so irgendwann so völlig ambitionierte Ziele, so keine Ahnung, ich will 25.000 YouTube-Abonnenten. Und ich habe das Gefühl, du kannst es zu einem Stück weit natürlich beeinflussen durch die Qualität deines Contents, den du Klar, super rausgibst. wichtig. Aber am Ende kann es natürlich auch niemand sagen, wie schnell oder wie langsam es dann am Ende funktioniert. Ich glaube, das ist auch das, was zum Beispiel von MrBeast mitgenommen hat, dass seine Kennzahl auch einfach nur ist, den besten Content auf ganz YouTube zu erstellen. Na. Beziehungsweise, ja, das äußert sich durch seine Watchtime, also wie viel Prozent Genau. seiner, genau, also das ist zum Beispiel auch was ich gelernt habe, wo wir noch nicht gut genug sind.
Also, dass wir in manchen Stellen zu langatmig sind und dann die Leute ausdroppen. Und eigentlich müsstest du das Ganze so durchgehuckt haben. Aber meine Art ist halt eher so ein bisschen ruhiger und wie soll man sagen, sachlicher. Und ja, da lernt man sicherlich noch viel, ja, bei Mr. Beast. Ja. Ja, ich habe auch gehört, dass 70% Watchtime sollte der mindeste Standard sein. Dann habe ich crazy. Irgendwann bei, ja, ich wollte gerade sagen, ich habe bei meinen Videos reingeguckt, so, wenn ich auf 40% komme und vielleicht mal einen Ausreißer zu 50 habe, dann feiere ich mich schon extrem, aber 70 ist da ziemlich weit entfernt von. Ja, ne? Ja. Ich glaube, es ist einfach wichtig, viel zu experimentieren, würde ich sagen. Ja. Also wirklich einfach mal, mach mal einen Livestream an, mach mal so ein Format und so. Aber auch mehrfach, weißt du, es kann ja sein, dass ein Format gut ist, aber das Thema war jetzt nicht gut und einfach mal machen. Ja, also ja. Ich glaube, Upload ist da sehr, sehr wichtig. Aber auch nicht spammen, weil früher, ich erinnere mich noch an so Gary Vee Zeiten, wo es immer hieß, ja, genau, viel hilft viel, bist gerade gefühlt, schmierst dir gerade ein Butterbrot und machst dann Content-Piece drauf. Das muss jetzt ehrlich gesagt nicht sein. Also ich glaube, langfristig verwöhnst du den Algorithmus dann halt auch, dass du ihm zu viel Content bietest. Und das verwässert dann halt den Rest, ja. Also es gibt verschiedenste Formate, ja. Es gibt Leute, die spammen halt hart und es gibt wiederum andere, die das Qualitätsniveau hochhalten und jeder hat irgendwo seine Daseinsberechtigung, da bin ich aber eher so ein bisschen Qualitätsseite, ja. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ich habe auch das Gefühl, dass es sich sehr dahin verlagert hat und ich glaube, dass das Modell von Gary in vielen Dimensionen schwer reproduzierbar ist, aber mit dem Volumen, was er da rausgepumpt hat, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig hinzubekommen. Mhm. Thomas, worüber wir natürlich unbedingt noch reden müssen, ist das Thema Investieren. Ne? Mhm. Selber unternehmerisch sozusagen bin ich ja aktiv und ich muss sagen, ich habe mich bis heute da sehr erfolgreich noch irgendwie vorgedrückt, ne? Ein bisschen in das Thema Immobilien sozusagen unterwegs gewesen, okay. Aber ansonsten immer unter sehr der Prämisse gelaufen, das beste Investment ist irgendwie die eigene Firma. Ne? Ja. Und insofern gibt doch vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass auch das Buch wahrscheinlich so die Quintessenz ist und ich werde es auf jeden Fall heute direkt nach dem Interview bestellen als Weihnachtslektüre. Aber vielleicht für alle Leute, die sozusagen heute zuhören und sich das angucken, was deine Philosophie, ne? Vielleicht auch, wie man startet, wie man rangeht, wie man sich nicht verrückt machen muss, was man tun sollte, wäre total spannend, wenn du da ein bisschen was dazu erzählen kannst. Meine Philosophie ist genau das Gegenteil von dem, was ich unternehmerisch mache, nämlich nichts tun. Ne, ist wirklich so. Also ich meine, das kommt ja quasi aus der Wissenschaft raus zu sagen, ne, das ist die Idee dahinter ist das passive Investieren, auch wenn passiv immer so ein bisschen in vielerlei Kontext im Sinne von passivem Einkommen und so ein bisschen verunglimpflich ist als Begriff. Aber im Endeffekt geht es einfach nur darum, der Aktienmarkt an sich und jetzt nicht einzelne Aktien, sondern der gesamte Aktienmarkt, alle Aktien sozusagen, haben langfristig gesehen eine positive Renditeerwartung. Mhm. Das bedeutet, ich würde gerne diese Renditeerwartung haben, kaufe dementsprechend alle Aktien und gebe mich damit zufrieden, dass ich jetzt nicht all in Tesla war, nicht all in GameStop war und nicht 500% Gewinn gemacht habe, bin aber auf der anderen Seite aber auch nicht bei den Losern dabei gewesen, der Wirecard und so weiter. Und die Idee dahinter ist halt einfach, sogenannte ETFs zu kaufen, Exchange Traded Funds, das sind weltweit gestreute börsengehandelte Fonds, die sehr, sehr günstig sind, super, super diversifiziert. Und das mache ich im Endeffekt. Ich investiere einfach nur da rein, von dem Geld, was ich ja zur Verfügung habe. Und das war es eigentlich, also relativ unspektakulär. Damit brauche ich mich halt nicht damit zu beschäftigen, aktiv mir einzelne Aktien rauszusuchen oder im Immobiliensektor nach Immobilien zu handeln und so weiter. Ich meine, ich habe noch ein paar Investments so nebenbei. Ich habe ein kleines bisschen Startup-Investment getätigt, einfach aus Interesse, weil ich es super spannend finde, so einzelne Firmen mit zu begleiten. Ein bisschen Bitcoin-Investment und sonst war es das eigentlich, keine Einzelaktien. Ja, das hört sich ja wirklich erstmal nach so einer unangreifbaren Position an, ne? Auch im positiven Sinne, weil du sozusagen wenig Zeit investierst, ne? Du nimmst sozusagen den Overall-Wachstum sozusagen mit. Das, den einzigen Einwand, den ich habe sozusagen, oder die einzige Frage, kann man auch Phasen erwischen, wo es irgendwie 20 oder 30 Jahre blöd läuft? Gab es sowas mal in der Geschichte? Nee, oder 20 war's bis immer? 30 nicht. Also okay. die schwierigsten Phasen, also wenn du weltweit investierst, sind glaube ich so 15 Jahre oder so. Okay. Also wenn du 15 Jahre bei sowas wie einem MSCI World dabei warst, dann ist die schlechteste 15-Jahres-Rendite, also jetzt auf einen langen Zeitraum gesehen, glaube ich, immer noch positiv. Also ist dann
schlechte Rendite, aber trotzdem positiv, also keine Verluste, ja. Ich meine, die Downside ist ja, es klingt schön, unangreifbar, aber du musst dich damit abfinden, dass es immer wieder welche Menschen um dich herum geben wird, die deutlich mehr Rendite machen als du. Ja, es wird viele geben, die weniger Rendite machen, das wirst du aber nicht mitbekommen, weil sie es dir nicht sagen. Aber es wird viele geben, die dir sagen werden, wie viel mehr Rendite sie gemacht haben. Und unser Ansatz oder mein Ansatz, den ich fahre, ja, das soll jeder für sich handhaben, wie er das möchte, war in den Jahren 2020, 2021 ziemlich langweilig, als alle Tech-Stocks to the Moon gegangen sind. Und ich mit meinen ETFs immerhin trotzdem, keine Ahnung, 15-20% gemacht habe, aber alle anderen halt viel, viel mehr. Dementsprechend sah es dann aber wiederum anders aus Anfang diesen Jahres. Also es ist immer eine Betrachtungsfrage. Aber wie gesagt, ich möchte unternehmerisch aktiv sein und nicht den ganzen Tag in meinem Portfolio rumdaddeln. Ja, aber das ist cool, dass du das sagst, Thomas, weil tatsächlich habe ich das Gefühl, und das wäre eigentlich auch spannend, weil ansonsten so in der Internetwelt habe ich immer das Gefühl, so die Extreme kriegen Aufmerksamkeit. Ne? Ja. Also wirklich, keine Ahnung, warst bei GameStop dabei und bist Quadrillionär geworden irgendwie, ne? Dann hören die alle irgendwie zu. Aber so dieses gesunde an Sachen rangehen und es gefühlt anders und vielleicht langweilig zu machen, hat immer das Gefühl, habe ich das Gefühl, kriegt so wenig Aufmerksamkeit. Gibt es Leute, die dann auch sagen, das, was du empfiehlst, ist irgendwie totaler Quatsch und man sollte Einzelpositionen machen? Oder respektieren die einfach deine Strategie und sagen, ich verstehe, was Thomas da macht, aber das ist irgendwie nicht clever? Ja, also der Großteil unserer Community investiert nicht so wie ich nur in ETFs. Also die meisten haben ETF-Investment plus einzelne Aktien. Weil es halt einfach, also es gibt viele Gründe, die für Einzelaktien sprechen. Also erstens mal der Education-Bereich, du beschäftigst dich intensiv damit. Zweitens, es macht halt einfach Spaß. Drittens, du möchtest vielleicht gewisse Aktien, die automatisch in einem ETF mit drin sind, möchtest du nicht in deinem Portfolio haben. Also quasi so ein Nachhaltigkeitsansatz. Also es gibt viele Motivationsgründe oder halt auch einfach alleine der Versuch, ein Alpha generieren, also eine Mehrrendite generieren zu wollen. Das sind alles absolut legitime Punkte. Wie gesagt, ich habe das für mich so entschieden. Es gibt viel Rationalität, die dafür spricht. Aber das kann man auch anders machen. Die Frage ist halt immer nur, wo ist deine Zeit am besten investiert? Und was ich halt so beobachte, ist halt, diejenigen, die am aktivsten zocken, sind meistens eher Leute, die ein bisschen jünger sind und verhältnismäßig kleine Portfolios haben. Das heißt, angenommen, du hast ein 5.000-Euro-Portfolio oder so und schaffst es, 100% Rendite zu machen in einem Jahr, was ja schon sehr solide ist. Ne? Da hast du 5.000 Euro plus gemacht und jetzt rechne das mal runter, auf wie viele Stunden Arbeitszeit du da reingesteckt hast und dann relativiert sich das halt schnell. Ne? Wenn du ein paar 100.000 Euro hast und da halt eine solide Rendite drauf machst, dann ist es wiederum was anderes. Aber dann ist dein Job nicht mehr dein Job, sondern dann bist du Fondsmanager für das eigene Vermögen geworden. Das muss man halt wollen. Das ist nichts Schlechtes oder so. Aber du musst dir dann halt einfach bewusst sein, dass es ein Vollzeitjob ist. Und so Leute wie wir, die stecken da ein bisschen mehr drin. Aber die meisten Menschen wollen einfach nur mehr Rendite als also einen soliden Notgroschen, also einfach nachts gut schlafen können, weil du ein bisschen Kohle auf der Seite liegen hast. Die wollen nicht durch die Inflation enteignet werden. Die möchten das Thema Altersvorsorge gesichert haben und möchten halt finanziell solide dastehen. That's it. Die haben keinen Bock, sich mit irgendwelchen Einzelaktien zu beschäftigen und zu überlegen. Natürlich gibt's von den Menschen viele und alle sind sehr herzlich bei uns willkommen. Aber ein Großteil der Bevölkerung, das übersieht man häufig, wenn man in der Finanzbubble unterwegs ist, der Großteil der Menschen möchte sich nicht damit beschäftigen. Und denen wollen wir halt auch eine Plattform bieten, weil gerade die Leute muss man an den Aktienmarkt ranführen. Die Leute, die Lust haben, Einzelaktien zu analysieren, dem brauche ich nicht zu erklären, wie geil der Aktienmarkt ist. Das wissen die schon selbst. Hey, und das ist ja, du hast die Zahlen wahrscheinlich besser vor Kopf, dieser, was ist das, Aktienquote oder so in Deutschland, ist die nicht irgendwie erschreckend gering? Ja, die ist super gestiegen im Corona-Jahr erstaunlicherweise. Ah, echt? 2021. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Zahlen 2022. Aber im Corona-Jahr waren wir auf einem Allzeithoch. Der Aktionärsquote, ich glaube, in 20 Jahren Aktionärsquoten Allzeithoch und einem absoluten Allzeithoch in der jungen Generation. Also gerade die junge Generation ist in der Corona-Zeit an die Börsen geströmt. Also es ist schon Wie würdest du das erklären? Dadurch, dass die Preise gefallen sind und es die Chance sozusagen da war und wir kaufen uns jetzt ein, oder wie würdest du es erklären? Das Deutsche Aktieninstitut, die berechnen ja diese Aktionärsquote, ne? die haben da verschiedene Effekte. Also erstens mal
Langeweile und du gibst weniger Geld aus. Du bist in Corona-Zeiten zu Hause, konsumierst weniger, hast du so Geld zur Verfügung, also beschäftigst du dich mal mit den unangenehmen Themen, beispielsweise Fitness. Ne? Wie viele Home-Fitness-Kanäle à la Pamela Reif sind durch die Decke gegangen, berechtigterweise. Ne? Yeah. Und also erstens mit das, Langeweile und endlich mal mit unangenehmen Themen auseinandersetzen. Zweitens, es gibt jetzt komplett im Internet frei verfügbare Informationen dazu. Das war zu meiner Zeit, also die NTV-Zeit, die ich eingangs geschildert hatte, war das nicht der Fall gewesen. Und es gibt halt jetzt gigantische Communities, also die wir kreiert haben, aber auch andere. Ja. Und es gibt halt Finanzinhalte im Internet. Und noch ein weiterer Faktor, das Thema Zugangsbeschränkung zum Markt. Mit so Neobrokern, Scalable, Trade Republic und Co. zahlst du heute nichts mehr für eine Order. Als ich angefangen habe an der Börse, musstest du mindestens 1.000 Euro in eine Aktie investieren, damit sich das überhaupt rentiert aus Kostengesichtspunkten. Ne? Ja. Wenn du alleine schon 20 Euro für einen Roundtrip bezahlst, also einmal kaufen und wieder verkaufen, dann investierst du keine 100 Euro, weil dann sind 20% weg. Das macht ja keinen Sinn. Deswegen hieß es immer so, Daumengröße mindestens 1.000 Euro und das war schon eine kleine Position. Und heutzutage ist egal, da investierst du mit einem Euro. Also wie sinnvoll das jetzt ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es gibt einfach keine Zugangsbeschränkung mehr. Außerdem musst du nicht mehr zur Post latschen und dein Postident-Verfahren machen. Das machst du alles per Video. Also der Zugang ist viel, viel einfacher geworden. Ne? Und ich hoffe auch, und das, mein Gefühl gibt es auch, und ich habe auch mit vielen Leuten aus der Industrie gesprochen, dass diese erhöhte Aktionärsquote auch jetzt Bestand haben wird und nicht durch die aktuelle Bestphase, in der wir uns befinden, einen Dämpfer erlebt, wie damals unsere Elterngeneration. Telekom-Aktie. Telekom, genau. Weil nicht alle Leute in eine Aktie investieren, sondern alle Leute sehr breit investieren. Und deswegen gab es, also selbst die, die bei der Wirecard dabei waren, mit einigen, sehr wenigen Ausnahmen, waren immer nur mit einem Teil ihres Portfolios drin und nicht all in Wirecard. Und das ist doch eigentlich, das muss doch eigentlich auch eine schöne, ein Stück weit Bestätigung wahrscheinlich für eure Arbeit sein, oder? Also mit 1 Million Abonnenten und den Views, die ihr wahrscheinlich auch auf eurem YouTube-Kanal habt, würde ich ja sagen, dass ihr schon eine marktbeeinflussende Größe ein Stück weit seid und vielleicht auch den Leuten die Bildung an die Hand gegeben haben, dass sie sich vielleicht am Ende mal an das Thema rangetraut haben. Weil wenn man, ich glaube, nicht jemanden in seinem Umfeld hat, der damit Erfahrung hat, glaube ich, viele würden diesen Schritt nicht wagen, das zu machen. Ne? Ja, das stimmt. Hey, voll gut. Ja, na, ich glaube schon, also es kann gut sein, dass wir, ich bin da ein bisschen bescheiden, ich will jetzt nicht behaupten, wir sind für die Entwicklung der Aktionärsquote. Nein, das dran. Natürlich nicht. Das wäre natürlich Blödsinn, aber wir haben sicherlich unseren Teil dazu beigetragen, das finde ich auch ganz gut. Ne? Ich meine, wir sind auch im ganz anderen Verantwortungsbereich. Früher, als wir angefangen haben, konnten wir machen, was wir wollten sozusagen. Wir haben irgendein Finanzthema entdeckt und haben gesagt, so, ja cool, lass mal ein Video dazu machen. Heutzutage müssen wir uns da viel, viel mehr Gedanken drüber machen, wie das Menschen aufnehmen. Ne? Also wir haben zum Beispiel, früher haben wir über gewisse Finanzprodukte geredet, die sehr kleine Nischenprodukte sind. Und jetzt können wir das nicht mehr machen, weil halt einfach zu viele Leute da reingehen würden und sich damit die Finger verbrennen würden. Ja. Ich meine, ich werde von der BaFin eingeladen, um mit denen über das Thema Finanzinfluencer und Seriosität im Internet zu sprechen oder. Ach, crazy. Also das ist schon mittlerweile ein anderes Level, ja. Ja. Also das wäre tatsächlich nochmal ein spannendes Thema zu hören, weil ich habe das Gefühl, in Amerika die drei großen Finanz-YouTuber, die wahrscheinlich auch jeder kennt, haben sich ja in der letzten Zeit so ein bisschen die Finger verbrannt, hatte ich das Gefühl. Da habe ich zumindest so aus dem Augenwinkel gesehen und hatte auch das Gefühl, dass sie der ein oder andere doch so ein bisschen sehr Krypto und sowas mitgenommen hat ein Stück weit. Und ich glaube, dass es auch unglaublich schwierig ist, um solche Themen so vernünftig drumherum zu schiffen. Ne? Weil ich glaube, der Markt, und ich habe das halt auch so ein bisschen beobachtet, einige sind ja so sehr auf diesem Pferdewetten-Ansatz, ne? Also ich muss irgendwie bei GameStop und sonst wo dabei sein und bei Dogecoin und so, dass natürlich auch so ein YouTuber sagt, hey, ich nehme irgendwie die Klicks mit, ne? Gleichzeitig, wenn dann was daneben geht und das ganze Ding irgendwie abschmiert, du natürlich auch mit den Konsequenzen irgendwie leben musst. Wie seid ihr um das Thema Krypto, seid ihr da drum herum gegangen? Habt ihr das irgendwie ein bisschen behandelt oder habt ihr das so aus eurem Content ein Stück weit rausgelassen? Ja, also wir haben in verschiedensten Stellen schon, also immer wieder stehst du halt so vor der Frage, du musst ja immer die Frage stellen, was hat das für einen Brand-Impact? Also das eine ist natürlich, hier kannst du vielleicht kurzfristig oder meinetwegen sogar langfristig Geld mit verdienen, aber was ist der Brand-Impact? Ich mache dir ein Beispiel, wir haben zum Beispiel auch einen Online-Kurs produziert, haben mit einigen Agenturen darüber gesprochen, die alle gesagt haben, ja, du musst es für 5.000 Euro inklusive einem Coaching raushauen und so, damit machst du Millionenumsätze. Ich sage, ja, das mag sein, das glaube ich dir sicherlich auch, das würden wir sicherlich auch auf einen Markt stoßen in unserer Community, damit machen wir aber unsere Brand kaputt. Ja, also bist du halt, ich meine,
als wir gestartet sind auf YouTube, gab es da auch jede Menge Leute, die so Coachings angeboten haben und so. Yeah. Das gibt's heute nicht mehr, ganz einfach. Die haben sicherlich auch viel Geld damit verdient, aber du musst dir immer überlegen, was ist der Brand Impact? Und damit ist die Frage relativ schnell beantwortet, ob wir nicht einen eigenen Finanzfluss-Krypto-Token machen, ob wir nicht irgendwelche NFT-Kollektionen pushen oder solche Dinge. Weil ja, wir könnten damit sehr wahrscheinlich schnell viel Geld machen, keine Frage. Danach bist du aber so in die unseriöse Ecke gerutscht, dass du einen Großteil deiner treuen und intelligenten Community, die wir ja größtenteils haben, verloren hast. Und dadurch sind solche Fragen eigentlich relativ schnell vom Tisch. Also Krypto haben wir schon Inhalte zu produziert. So wie wir alle Inhalte produziert haben, educational. Also wir haben erklärt, was Bitcoin ist. Wir haben erklärt, wie man seinen Bitcoin aufbewahrt. Wir haben auch erklärt, was andere Kryptowährungen sind. Wir haben über die Risiken aufgeklärt, die potenziellen Chancen und immer wieder gesagt, beispielsweise sowas wie jetzt bei FTX passiert ist oder so, immer wieder darauf hingewiesen, bewahr deine Kryptowährung selbst auf. Sorg dafür, dass Kryptowährungen niemals mehr als Maximum 10% von deinem Gesamtportfolio ausmachen und solche Dinge. Und damit kannst du, weil ich meine, das macht ja keinen Sinn, wenn wir einfach sagen würden, nee, Krypto ist uns zu heiß, machen wir gar keine Inhalte zu, ja, wenn die ganze Welt darüber spricht, weißt du? Ja, aber das ist clever, weil das hatte ich das Gefühl, das ist ja den einen oder anderen so ein bisschen mit auch diesen Sponsorships echt um die Ohren geflogen. Ja, klar. Ja, und ich verstehe auch deren Situation sozusagen, aber ich habe das Gefühl, dass ihr das, glaube ich, sehr charmant gemacht habt, dass man auch bei so Sponsorships oder so sehr aufpassen muss. Ne? Und klar. Ich auch bei dem einen oder anderen das Gefühl hatte, so da wird mittlerweile irgendwie so alles mitgenommen. Mhm. Hauptsache irgendwie, man verdient noch irgendwie einen Taler. Mhm. Und es geht nur noch auch ein Stück weit um diese Profitmaximierung. Und das ist schön, was du gesagt hast mit diesem mit der Brand Image Brand sozusagen, Impact. Was da passiert. Mhm. Ja, genau, im Brand Impact, was da passiert. Weil ich damals das Gefühl hatte, bei 5 Ideen hatte ich auch einen Riesenblick da drauf, na, das auch. Und es gab immer wieder so ein paar Verirrungen, auch in meiner Zeit, als ich da unterwegs war, wo auch so Affiliate-Links oder so plötzlich aufgetaucht sind unter unseren Videos. Und ich meinte, not a chance, na, not a chance. Also man schlittert so schnell in dieses shady Image irgendwie rein, na, und es gehört so viel dazu, glaube ich, eine Marke sauber zu halten und auch Vertrauen aufzubauen, dass, glaube ich, eine Promotion von irgendeinem komischen Kryptokurs schon das komplett zerhageln kann. Klar. Und wie du auch schön gesagt hast, mit einem so einem Coaching, da verdienst du dann vielleicht wirklich ein paar Millionen, ne? Aber du lieferst wahrscheinlich nicht die Ergebnisse, die die Leute sich erhofft haben, weil es wahrscheinlich nahezu unmöglich ist und schon hast du dir auch irgendwie deinen Ruf zerhagelt, ne? Und finde ich cool. Ja, oder du hilfst halt ein paar Leuten, ne? Aber die meisten Leute finden es halt nicht cool. Also warum sollst du für Informationen, die online verfügbar sind, so viel Geld bezahlen. Aber so, ja, es ist ein Trade-off jedes Mal. Ich meine, man darf sich ja auch ruhig mal verlaufen. Also wir haben auch Themen auf unserem YouTube-Kanal gebracht, die nicht gut angekommen sind und so. Und dann sehen wir das halt am Like-Dislike-Ratio und merken dann halt, okay, da sind wir halt zu nah am Edge gesurft und so weiter. Aber unseriöse Finanzanbieter haben wir bis dato noch nicht gemacht. Das ist doch cool, dass ihr das irgendwie gut hinbekommt habt, weil ich mir das heute, ich glaube, in Zeiten von Political Correctness und worauf man gefühlt heute alles achten muss, ne, wahrscheinlich auch nicht ganz einfach geworden ist, irgendwie da sauber durchzusteuern und weiterhin irgendwie am Markt zu bleiben. Ich habe das Gefühl, in Amerika haben auch viele total Angst davor, irgendwie gecancelt zu werden, ne, weil sie irgendwie so einen Fehltritt machen. Und ich glaube, da fließt heute schon viel Gedankengut rein, da irgendwie sauber unterwegs zu sein. Ne? Thomas, wir haben, glaube ich, die gute Stunde locker hier geknackt. Ne? für alle Leute, die in deine Welt einsteigen wollen, wo fängt man an? YouTube ist, glaube ich, offensichtlich. Willst du noch ein paar Worte vielleicht zu deinem Buch auch erzählen, für wen sich das am Ende lohnt? Ich habe das Gefühl, der Titel verrät schon ein bisschen was. Ne? Der Titel, haben wir quasi unsere YouTube-Learnings an den Buchmarkt übertragen. Ja. Also der Titel ist das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Wohlbemerkt, es ist kein Angriff auf andere Finanzbuchautoren, sondern es ist halt, nee, wir wollten damit eine andere Audience erreichen. Zwar diejenigen, die nicht digital unterwegs sind und sich Themen anlesen und quasi schlussendlich bei uns auf dem Kanal landen, sondern wir wollten genau diejenigen halt bekommen, die du eigentlich bekommen möchtest, die sich nämlich nicht mit dem Thema beschäftigen, die nicht mal auf die Idee kommen und sagen, ich gebe jetzt mal ETF oder Altersvorsorge oder sowas in YouTube oder Google ein. Und da ist Buch halt ein super gutes Medium, weil in Buchläden bewegt sich halt eine sehr, sehr breite Bevölkerungsschicht, die nicht digital, auch unter anderem nicht digital affin ist. Und genau, deswegen haben wir das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, genannt. Und versucht da wirklich alles reinzupacken, so eine Quintessenz, ja. Aber, ja.
Hey, wer das kaufen möchte, darf das gerne tun. Aber ansonsten gibt's auch alles online, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, auf Videos, Artikel, alles Mögliche. Also ich kann tatsächlich auch nur ermutigen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und Thomas, vielen, vielen Dank dir für das Interview. Ich habe das Gefühl, ja, finanzielle Bildung ist so ein wichtiges Thema. All unser Alltag beschäftigt sich damit, irgendwie einen Job zu finden, der uns Geld bringt. Und trotzdem beschäftigen sich irgendwie so wenige Menschen mit ihren Finanzen. Und insofern finde ich wirklich wunderbar, was ihr da aufgebaut habt, weil ich glaube, das kann den Leuten wirklich, man kann nicht genug finanzielle Bildung irgendwie haben. Und dann noch einen Schritt weitergehen, sich auch mit Aktien und ETFs zu beschäftigen, ist, glaube ich, dann so der nächste Schritt. Und das ist cool, dass ihr diese Lücke da am Ende schließt, ne? Weil ich glaube, da fehlt es viel an irgendwie guter Bildung und dann noch mit einem coolen Buch. Ey, das freut mich extrem. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Danke dir für die Einladung.